Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. So, wir schauen, wo es weitergeht, würde ich sagen. Oh, komm schon. Übergroße elektromagnetische Verteilungsspule. Ich nenne das Ding Fred. Oh, Scheiße. What the fuck? Keine Sorge, dort drinnen bist du in Sicherheit. Solange du die Schockwelle nicht direkt abbekommst, solltest du es überstehen. Gut zu wissen. Ja. Du solltest mich sehen können. Ich bin in dem hohen Gebäude auf deiner rechten Seite. Siehst du mich dort am Fenster, Rose? Ja. Wie dem auch sei. Siehst du das brennende Gebäude da hinten? Dort findest du den Notschalter. Warte, ganz da hinten? Am anderen Ende? Ja. Du willst, dass ich dort rüberrenne, während das Elektromagnet-Dings da regelmäßig alles grillt? Ja. Ich habe darüber nachgedacht. Wenn es für dich okay ist, öffne ich die Tür auf deiner linken Seite und verstecke mich so lange in einer Ecke, okay? Selbstverständlich. Ich würde eh nicht wollen, dass du mir ins Ohr schreist. Los jetzt. Toll.
Was war das jetzt? Hallo? Vorbei? Woher soll ich das wissen? Ich habe das verdammte Ding betätigt. Hat's funktioniert? Nur... Moment. Ich glaube, du hast es geschafft, Rose. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube es nicht. Du hast es geschafft. Ich werde... Hey. Aubrey. Wie wäre es, wenn wir endlich von dir... diesem gottverlassenen Ort verschwinden? Nicht ein Tag zu früh. Neben dem Metallsteg links von dir. Das sollte dich direkt hierher ins Kontrollzentrum führen. Ich weiß, ich habe... Aber es ist schön, das gleich endlich persönlich tun zu können. Bin auf dem Weg, Aubrey. Wir sehen uns. Metallstäbe links von mir. Hä? Metallstäbe links von mir, du siehst bald. Hoffentlich kennt Aubrey eine Abkürzung hier raus. Ich will nur ungern denselben Weg zurückgehen. Aubrey? Wo ist der? Wo bist du, Aubrey? Lass uns gehen! Alter! Komm schon, Aubrey! Lass uns gehen! Aubrey? Wo ist der? Hallo, Rosie. Okay. Oh.
Ich habe versucht, es dir zu sagen. Das habe ich wirklich. Ich bin ein Lügner, Rose. Ich habe alles gehört. Jedes Wort, seit du an Bord kamst. Von deinem ersten Gespräch mit Ada bis zu ihren letzten Worten. Ich habe sogar dein Gespräch mit Nicola belauscht. Aubrey! Teslas Sperre hat den Funk deiner Schwester nicht gestört. Das war eine weitere Lüge. Das war ich! Warum? Weil sie mir alles weggenommen hat! Einfach alles! Seine Aufmerksamkeit! Ich hatte seinen Respekt! Aber sie hat mir alles genommen. Ich war mal wer auf diesem Schiff. Jetzt ist die Zeit gekommen, mir alles zurückzuholen. Angefangen mit denen hier. Wenn du das tust, werde ich dich töten. Ist das ein Versprechen, Rosie? Pfadfinder Ehrenwort. Süß. Du hast... dass so, wie ich die fremdartige Energie in den OP-Raum zu deiner Schwester geleitet habe, genau so kann ich sie auch zu dir leiten. Genau hierher. Beeil dich lieber. Diese Dinger werden jeden Moment hier sein. Benny hier wird dir Gesellschaft leisten, während du stirbst. Ich hingegen werde jetzt hier mit die Lage retten und mir zurückholen, was mir gehört hat. Ein Blatt rein. Raus! Was ein Wichser. Schließ deine Augen, Rose! Schließ deine Augen! Das war laut. Alles wird gut. Sie sind weg. Alles wird gut. Was ist das? Wer ist denn das für ein Dulli hier? Ja. Das war's mit Folge. Keine Ahnung was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye bye.